ABC Deutschschule. Deutsch lernen einfach und effektiv. In diesem Video verfassen wir drei Forumseinträge zur Teilnahme am Workshop zum Thema Zeitmanagement. Der erste Text ist in einfacher Sprache verfasst, im zweiten Text ist die Person pro dieses Themas und im dritten Text ist jemand dagegen. Viel Spaß beim Lernen! Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte mit euch über einen Workshop zum Thema Zeitmanagement sprechen. Das ist, wenn wir lernen, wie wir unsere Zeit besser nutzen können. In einem Workshop könnten wir bessere Methoden lernen, um unsere Arbeit schneller und besser zu erledigen. Besonders, wenn es viel zu tun gibt, kann das helfen. Arbeiten kann manchmal stressig sein. Der Workshop könnte uns helfen, besser mit dem Stress umzugehen. Wir könnten auch Ideen entwickeln, um eine gute Balance zwischen Arbeit und Freizeit zu finden. Wenn wir alle zusammen an diesem Workshop teilnehmen, stärkt das nicht nur jeden Einzelnen von uns, sondern auch unser Team. Wenn wir unsere Erfahrungen teilen und zusammen an unseren Zeitmanagement-Fähigkeiten arbeiten, können wir besser zusammenarbeiten. Ich schlage vor, dass wir uns die Chance geben, gemeinsam besser zu werden. Lasst uns darüber sprechen und vielleicht sogar planen, einen Zeitmanagement-Workshop für unser Team zu machen. Ich freue mich darauf, eure Meinungen und Ideen zu hören. Mit freundlichen Grüßen. Lisa Müller. Hören Sie jetzt den Text 2 in Hörsprache und die Redemittel sind mit roter Farbe markiert. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte die Idee eines Workshops zum Thema Zeitmanagement ansprechen und dabei meine positive Haltung dazu betonen. Die Teilnahme an einem Zeitmanagement-Workshop könnte uns allen dabei helfen, effizientere Arbeitsmethoden zu entwickeln und somit die täglichen Aufgaben schneller und effektiver zu bewältigen. In einer arbeitsreichen Umgebung kann der Druck und Stress oft überwältigend sein. Durch den Workshop könnten wir lernen, besser mit Stress umzugehen und Strategien entwickeln, um eine gesündere Work-Life-Balance zu erreichen. Die gemeinsame Teilnahme an einem solchen Workshop fördert nicht nur das individuelle Wachstum, sondern stärkt auch das Teamgefüge. Der Austausch von Erfahrungen und die gemeinsame Entwicklung von Zeitmanagementfähigkeiten könnten unsere Zusammenarbeit verbessern. Ich schlage vor, dass wir diese Gelegenheit nutzen, um gemeinsam an unserer Effizienz und Arbeitsqualität zu arbeiten. Lasst uns darüber diskutieren und eventuell die Organisation eines Zeitmanagement-Workshops für unser Team in Erwägung ziehen. Ich freue mich auf eure Meinungen und Vorschläge dazu. Mit freundlichen Grüßen. Markus Schulz. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hoffe, es geht euch gut. Ich möchte einige Bedenken bezüglich der vorgeschlagenen Idee eines Workshops zum Thema Zeitmanagement teilen. Ich stehe dieser Idee kritisch gegenüber und möchte meine Gründe dafür mit euch teilen. In meinen Augen könnte die Einführung eines Zeitmanagement-Workshops zusätzlichen Druck auf uns ausüben. Es besteht die Gefahr, dass wir uns in der ohnehin schon arbeitsreichen Umgebung überfordert fühlen. Manchmal ist es besser, die Dinge so zu belassen, wie sie sind, um nicht unnötige Belastungen zu schaffen. Des Weiteren glaube ich, dass die individuelle Herangehensweise an die Arbeit je nach Person unterschiedlich ist. Ein Workshop könnte versuchen, einen Einheitsansatz zu fördern, was möglicherweise nicht für jeden von uns effektiv ist. Ich schlage vor, dass wir alternative Methoden in Betracht ziehen, um die Effizienz zu steigern, ohne einen formalen Workshop einzuführen. Vielleicht könnten wir regelmäßige kurze Besprechungen oder Schulungen zu bestimmten Themen implementieren, die besser in unseren Arbeitsablauf passen. Ich bin offen für Diskussionen und freue mich darauf, eure Gedanken und Vorschläge zu hören. Mit freundlichen Grüßen. Sophia Fischer. Vielen Dank für das Anschauen dieses Videos. Falls es Ihnen gefallen hat und Sie uns unterstützen möchten, vergessen Sie bitte nicht, uns zu abonnieren. Ich hoffe, das hilft Ihnen weiter.